Du, sag mal, was machen wir eigentlich Silvester? Du planst jetzt schon, was wir dieses Jahr Silvester machen? Nein. Nächstes Jahr. Jo Leute, mein Name ist Timur Bakim und ihr seht Scene Take. Viel Spaß. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Scene Talk. Hey. Und das ist der Redegegenstand, das ist ein Kalender. Ich weiß, man sieht es nicht, aber es ist mein Kalender und... Ja, das ist der Redegegenstand. Heute reden wir über Termine oder krankhafte Vorplanung, weil mir ist so aufgefallen, dass man ja jetzt schon, ich meine gut, jetzt schon, wir haben schon Oktober, ja, aber man kann jetzt schon Sachen für Weihnachten kaufen. Spekulatius, es fing ja sogar schon im September an, meine ich. Ja, du kannst auch schon Nikoläuse kaufen. Hier, bitte. Ich habe voll Bock auf Spekulatius und Lebkuchen und so weiter. Ich meine, das ist toll, ja, aber ich, diese Abteilung, wenn man so durch den Supermarkt geht, so im September, man ist noch so in, man kommt gerade so aus dem Sommer und weiß, oh, in ganz weiter Ferne liegt Halloween, ja, und dann siehst du schon die ganzen Weihnachtssachen. Scheiße, Halloween ist ja auch noch, ne? Ja, kacke. Kennt ihr die Leute, die sich auch aufregen, dass da bald schon irgendwas ist? Mist, jetzt ist noch Halloween und dann ist auch schon Weihnachten und ich habe noch kein einziges Geschenk gekauft. Ich kenne voll viele Leute, die schon, also im Oktober, das ist schon spät für die, wenn die Weihnachtsgeschenke kaufen. Aber das ist gar nicht so dumm. Das ist überhaupt nicht so dumm, weil ich, Idiot, gehört zu den Leuten, die, ja, weiß nicht. Am 23. Ja, wenn es hochkommt. Oder 24. Ich habe auch schon Heiligabend schon Geschenke gekauft. Ja. Das ist, nee, aber das sind auch so Richtige, die sich darüber, ach, und dann hat auch noch der Geburtstag, Mist, und das auch noch einen Tag vor Weihnachten. Ah, scheiße. Machen die auch meistens so laut. Mist, habe ich ja völlig vergessen. Und dann ist es manchmal auch so, also zum Thema Planung, ja, Konzertkarten oder Karten für einen Komiker, den man sich gekauft hat, ja, die hat man irgendwie an der Pinnwand. Das ist irgendwie noch ein paar Monate hin und dann hat man sie so an der Pinnwand hängen. Ja, man weiß ja, dann ist es soweit, dann bin ich abends schon eingeplant. Und dann irgendwann nervt es einen schon. Ah, oh, Mist, da kann ich nicht. Da bin ich ja bei Dieter Nuhr. Ah. Dass das dann irgendwann zu einem vollen Problem wird. Ja. Und dann ist der Abend, wo man hat sich ja nicht ohne Grund die Karten gekauft. Ne? Und dann so, ach ja, na, da habe ich ja keine Lust mehr dahin. Ja. Die sind jetzt alle auf dieser einen Geburtstagsfeier und ich habe ja auch Geld ausgegeben. Ja. Sitzt dann da bei Dieter nur mit so einer Fresse, ja. Ja. Ich hätte auch auf einer Grillparty sein können, ja. Geburtstagspartys ist auch so ein Ding. Also ich plane meinen, also du ja eigentlich auch, wir planen unsere Geburtstage tatsächlich ein bisschen früher als normal. Und machen dann Listen und hauen Leute an, schon frühzeitig. Die meisten verchecken es dann, weil sie sich sowas nicht eintragen. Und dann... Ach, das ist dieses Wochenende. Scheiße. Ja, das habe ich... Ja, hast du nochmal was gesagt? Habe ich ja gesagt. Ja. Das war dann zu früh. Ja, genau. Echt. Aber wir rufen ja auch in der Woche, meistens in der Woche davor ja nochmal an. Und telefonieren quasi alle nochmal ab. Ich hasse das total, wenn du den Leuten hinterherrennen musst. Aber muss man dann. Ich gehöre auch zu den Leuten, denen man hinterherrennen muss. Was es auch gibt zum Thema, der frühe Vogel fängt den Wurm, ja, ist, du... Die Planer. Es gibt ja mittlerweile diese Bahn-App. Hm? Kennt ihr die? Entweder man ist der Kurzfristige, der sagt sich, okay, ich gucke mal, wann ich in 5 Minuten fahren kann. Ja. Und es gibt auch die sagen, die kommen morgens zu dir und sagen so, ich nehme dann um 17.15 Uhr heute schon mal den Bus zurück. Weil, das ist die beste Verbindung. Ich hab gestern schon geguckt, das ist die beste Verbindung. Ja, richtig. Ja. Ich finde, das ist voll der Druck, den man dann hat. Ja. Genau wie guck das auch immer auf die Uhr. Richtig. Ja, das ist ja genauso dieses Phänomen, was die Supermarktketten. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob die von Jahr zu Jahr einen Monat früher starten, um uns unter Druck zu setzen. Irgendwann kann man im Sommer bestimmt auch schon sowas kaufen. Ich gehe da fest von aus. Das schmilzt dann zwar, ja, aber... Im Disneyland gibt es ja den Weihnachtsstore, der immer auf wird. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber das sorgt schon so unterschwellig für Druck, ja, diese Planungsfragen. Auch, was machst du Silvester? Eigentlich ist es ja total unlogisch, jetzt schon an Silvester zu denken. Ich kann sowieso nicht bis nächste Woche planen. Also manchmal muss man das, ne? Aber normalerweise bin ich ein Typ, der das nicht so gerne macht. Ja, also nächste Woche, ach, ist ja noch lange hin. Da kann man, ruf mich nochmal an. Ja, oder am schlimmsten sind die Klugscheißer, die es dann noch gibt. Ja, aber du kannst dich ja schlecht an Silvester selbst, da kannst du ja schlecht, du musst schon jetzt wissen, was du machst. Dann glaubt man es nicht und dann steht man da und dann. Ja,
Dann fragt man nämlich alle Kumpels, was machst du eigentlich Silvester? Ja, ich habe schon, vor 2 Monaten habe ich nämlich Tickets gehabt. Also ich fliege zum Beispiel nach New York. Ich habe dich auch gefragt, aber du wusstest es noch nicht. Ja. Das sind ja auch schon alle verplant. Ich hab dir doch eine Mail geschickt. Du musstest nur noch die Bestätigungsmail zurückschicken, dann hättest du auch das Ticket gehabt für diese exklusive Party. Aber es war Sommer und Silvester und ich wusste noch nicht, ob ich bereit war und vielleicht bin ich gar nicht hier und ja, das sind alles so Sachen. Der merkt da vielleicht auch meine Unsicherheit, sich irgendwie auf was festzulegen immer. Ja, aber das ist echt früh. Das ist ja, das ist echt früh. Ich meine, was ist okay, was ist human? 4 Wochen, ist das human oder ist das schon zu früh? Ganz ehrlich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht, weil ich kann mich einfach auch nicht, also dann hast du vielleicht verschiedene Freunde aus verschiedenen Bereichen, ja, die dir dann irgendwelche Sachen sagen, hier so Silvester, da ist das und das. Ich bin auch dann ehrlich gesagt gar kein Freund davon, großartig rauszugehen, Silvester, weil, ja, komm, dann gehen wir zur Deutzer Brücke und gucken uns das Feuerwerk an, dass du da einen Platz bekommst. Ja, machen sich nämlich schon, weil manche Pärchen machen sich das zur Aufgabe. Insbesondere ist Silvester ja auch eine ganz harte Pärchenaktion. Ja, deswegen feiern wir auch immer zusammen. Nein, ich habe jetzt von einer Frau geredet, du bist ja sowieso, du fährst ja meistens aus der Reihe, was da sowas angeht, aber die ganz harten Romantiker, die gehen schon nachmittags, weil die genau wissen, dass es auf der Brücke nachher voll wird, die gehen schon nachmittags dahin wahrscheinlich und sichern sich ein Plätzchen. Und wenn du dann, guck mal hier, Feuerwerk auf einer Brücke, ja, da kannst du erstmal nichts, ich ja sowieso, da kannst du erstmal schlecht was sehen, ja, weil da die ganzen Pärchen schon an der Brücke so ganz Hand umschlungen und ach, jetzt. Ich meine, das kann man sich auch im Nachhinein im Fernsehen angucken. Ich meine, ja. Es gibt ja auch schon immer. Außerdem, Silvester laufen voll die geilen Silvester-Shows und Jahresrückblicke und super cool. Aber ich bin auch eher der Typ, der bei sich zu Hause einlädt zu Bier, Sekt und allem Möglichen und schön Raclette macht und sowas. Das finde ich toll. Ja, das kann man dann 2-3 Wochen vorher planen, ohne Stress zu haben. Nur ja. Dann ist die Frage, ob man noch Leute findet, weil die meisten sind ja dann schon verplant. Oh, da bin ich auf, weil die haben mich schon im Sommer gefragt. Was ich aber auch scheiße finde, die Leute, die sich überhaupt nicht festlegen können. Die da, ja, mal schauen. Die dir dann nur die Aussage geben. Ach, gerne. Schauen. Bin ich eingeladen? Cool. Ja, mal gucken. Das ist genauso wie die Funktion bei Veranstaltungen bei Facebook, die auf vielleicht klicken. Ja? Kannst du da vielleicht Teilnahme unsicher? Dann hast du da 90 Leute Teilnahme unsicher. Ja. Wie ist das bei euch? Wie seht ihr das? Wo fängt früh an? Was ist schon zu spät? Schreibt es bitte in die Kommentare. Und jetzt wird es, glaube ich, auch Zeit für die Kekse. Ach, ich weiß nicht, ist das wirklich schon Zeit dafür? Ich weiß nicht, was hast du noch zu sagen? Hast du noch keine Ahnung, ist es schon Zeit für die Kekse der Wahrheit? Ich weiß nicht. Ich bin mir so unsicher. Schreib's in die Kommentare. Also, ob es jetzt schon Zeit ist für die Kekse der Wahrheit oder erst später? Das haben wir doch vorhin geplant. Ja, wir haben es geplant. Ja, wir haben gesagt, so 7 Minuten, dann echt? Haben wir das so gesagt? Ich glaube schon, ja. Weißt du, hast du die Einladung nicht gesehen? Ja. Ich habe Teilnahme unsicher. Okay, scheiße. Gut. Die Kekse der Wahrheit. Funktioniert. Das ist sicher, was ich jetzt schon mache. Ich weiß nicht. Ach, es ist viel Text. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn da so viel Text ist. Wenn du von einem völlig psychopathischen Kidnapper gezwungen wärest, ein sogenanntes Fleischfahrrad zu bauen, welche Körperteile würdest du verwenden? Beschreibe das Aussehen deines Fleischfahrrads. Mit der Psycho. Ich finde die Frage cool, keine Frage. Bist du dieser psychopathische Kidnapper? Nein. Ja, also ich würde wahrscheinlich. Was nehme ich denn als Räder? Ich hab ja nur einen Kopf, das ist rund. Ja, das kann ja mehrere Leute umbringen. Ach so, ist gar nicht um meinen? Weiß ich nicht. Ah! Wie hast du es verstanden? Zwungen wäre, ja, ich dachte aus meinem Körper ein Fleischfahrrad, also ein Larsrad. Larsrad. Nee. Gut, dann würde ich wahrscheinlich die Köpfe als Räder nehmen. Das könnte unter Umständen ein bisschen holpern.
Nicht, weil du fette Leute nimmst, die ganz speckige Runde. Stimmt, das wird wahrscheinlich auch ziemlich soft sein. Beim, das wäre sehr angenehm. Ja, sehr angenehm. Ich würde auch die Seite, also die Nase, ich würde dann echt versuchen, die Seite zu nehmen. Ich muss mal gucken, ich muss mal sehen, wenn ich es mache. Und ich würde dann, der Rahmen würde wahrscheinlich so der Torso sein, wo man dann auch drauf sitzt. Mal gucken. Auf dem Arsch. Ich muss mal gucken. Ja. Oder, ja, stimmt, ich könnte aus verschiedenen Torsos ein Dreieck formen. Und dann würde ich den Arsch als Sessel nehmen, wahrscheinlich. Mal gucken. Ich würde das wahrscheinlich noch ein bisschen bespannen, weil mir das dann wirklich ein bisschen zu eklig wäre. Wegen auf Haut und so. Nicht sitzen wäre nicht so toll. Ja, die Arme könnte ich mir ganz gut, müsste ich mir dünne Frauenarme oder Kinderarme nehmen. Damit ich dann den Griff, also dann den Griff. Ja, formen könnte, ja. Und Speichen, also da, wenn so die Kette wäre wahrscheinlich der Darm sehr gut geeignet. Also mir wird schon was einfallen. Es würde zu lange führen. Ich weiß, was ich für die Hupe nehmen würde. Ja, aber die würde ja keine Geräusche machen. Titten, ich weiß. Ja, aber das würde keine Geräusche machen. Müssen wir uns sicher noch was einfallen lassen. Alles klar. Was würdest du anders machen, wenn du dein ganzes Leben nochmal neu starten, also auf einmal auf den Reset-Button drücken könntest. Ja, das ist immer so, ist eine schwierige Sache. Einmal würde ich wahrscheinlich Angst haben, dass ich die Sachen, die ich jetzt toll finde, nicht mehr genießen kann, weil ich mich ja komplett anders entschieden habe, wenn ich mich anders entscheiden würde, könnte. Andererseits könnte ich ganz viele Sachen, die ich scheiße finde, natürlich versuchen zu verhindern. Ich glaube, ich hätte niemals auf jeden Fall in dieses Marmite-Brot gebissen damals. Ja, ein bisschen noch. Das würde ich anders machen. Ja, das wäre, glaube ich, Punkt 1. Marmite nicht essen. Okay. Gut. Ja, nicht vergessen, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare. Was für ihr zur Planung steht. Und wir brauchen neue Ansager, Leute. Wir brauchen echt neue Ansager. Fürs eher die Video. Ich weiß, Videoantworten gibt es nicht mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Aber irgendwie, ja, uns sind jetzt die Ansager ausgegangen. Ja, richtig. Damit ist es offiziell. Ja, aber hey, ihr könnt das verhindern. Ihr könnt uns neue Ansager schicken. Für Scene Talk schickt uns neue Ansager. Ja. Das sind harte Zeiten. Jetzt machen wir eine Scheiße, was machen wir Silvester? Nee. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Setz mich nicht so unter Druck.